er dann mit seinem Aberglauben, immer mit dem Unterhemd laufen zu müssen, und sagt sich, das verändere ich mal, und das ist dann das Entscheidende. Sören Ludolf auf der Bahn 5. Das ist der Mann, der sich auf 1,44,80 gesteigert hat. Und das ist wirklich Weltklasseformat. Dreimal nacheinander deutscher Meister geworden. Als er beim ersten Mal deutscher Meister wurde, hat man gesagt, okay, gut, kann passieren. Wenn einer ein bisschen Talent hat, in der Jugend schon stark war, Juniorenmeister war, zum Beispiel 2009. Aber als er dann zum zweiten und zum dritten Mal deutscher Meister wurde und als er dann in Hengelo früh die Olympianorm gepackt hat, da haben alle gewusst, das ist wieder einer, der kann vorne mitrennen. Das kann mit Abstrichen Ole Kajafa aus der Ukraine, Jan Kubista aus Tschechien, 21 Jahre, auch eher ein junger Bursche, eher nicht, aber er hier, Juri Borsakowski, Olympiasieger 2004, Hallenweltmeister 2001, aber hat er noch das Vermögen? Pierre-Ambroise Boss aus Frankreich, 20 Jahre, auch ein junger Mann, Junioren-Europameister. Und dann Sören Ludolf mit 24 Jahren, jetzt Weltklasse mit 1,44,80 Sekunden. Der siebte der U23-Europameisterschaften, Kevin Lopez aus Spanien. Das ist auch so die Klasse von Sören Ludolf, die 1,44, die er gelaufen ist. Das war allerdings im letzten Jahr. Tymen Küpers aus den Niederlanden mit 20 Jahren in Hengelo. War er hinter, deutlich hinter Sören Ludolf und San Rudolf aus Slowenien mit 19 Jahren hier der Spring ins Feld, der Benjamin, der Jüngste im Feld. Es kommen zwei direkt weiter und insgesamt zwei Zeitschnellste aus drei dieser Läufe, dieser Halbfinals, denn das dritte kommt ja noch. On your mark. Für Sören Ludolf sind diese Europameisterschaften hier der absolute Fokus, der absolute Mittelpunkt der Saison. Klar, er hat sich für Olympia qualifiziert, aber er weiß, da wird er es schwer haben, überhaupt in den Endlauf zu kommen, überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Aber das hier, das ist das, worauf er sich konzentriert hat. Und recht hat er, denn als 800-Meter-Läufer mit diesem Leistungsvermögen, mit 1,44,80, kannst du hier weit nach vorne kommen. Aber erstmal musst du ins Finale kommen. Wählt hier den Weg von der Spitze weg. Das kann eine taktische Ausrichtung sein, denn ein langsames Rennen spielt ihm in die Karten. Und er kann es ja langsam gestalten. Dann müssen die anderen halt was tun, wenn es ihnen zu langsam ist. Juri Borsakowski, das war einer, der hat das ganz extrem gestaltet. Der hat früher die erste Runde selten als Vorletzter absolviert. Der war meistens Letzter und hat dann drüben auf der Gegend gerannt, richtig Gas gegeben. So, letzte Runde, 53,95, das ist langsam. Das ist schön langsam für Sören Ludolf, aber er musste von der Spitze laufen und das kostet immer ein bisschen mehr Kraft. Und die zwei kommen nur weiter, die ersten zwei, also sicher weiter. Und das Rennen ist langsam. Das heißt, wenn es langsam ist, dann wird er über die Zeit kaum weiterkommen. Er muss hier also Zweiter werden. Juri Borsakowski fährt jetzt seine langen Beine aus. Noch blockiert der Franzose Pierre-Ambroise Boss und er liegt innen Sören Ludolf und er wird jetzt überlaufen vom Spanier und vorne geht die Post ab. Was macht da Sören Ludolf? Auf den letzten Metern könnte er noch rausgehen. Jetzt kommt die Kurve und jetzt ist ein bisschen Platz. Aber nein, 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 nein. Borsakowski und Boss und Lopez vielleicht noch, aber Ludolf packt es nicht. Boss vor Borsakowski, hinter uns die Franzosen sind aus dem Häuschen. Aber der Name sagt es ja schon, wer hier der Herr im Hause war, er war der Boss. Ja, Sören Ludolf also nur Fünfter. Juri Borsakowski hat gezeigt, dass er es noch drauf hat. Und dann sind wir sehr gespannt, was er dann am Ende leistet. 1,46,70. Also muss man ja sehen, nach dieser 54er-Runde haben die eine 52 draufgelegt. Sören Ludolf. Juri Borsakowski, da holt er noch mal richtig aus, der 31-Jährige. Wunderbarer Laufstil. Und dann kommt aber Pierre-Ambroise Boss, der 20-Jährige. Die beiden trennen 11 Jahre. Und er wird auch von Lopez noch attackiert. Und Sören Ludolf weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich, das Ding ist nicht mehr zu retten.
Jetzt kann man natürlich sagen, hätte er eine andere Taktik wählen sollen. Aber was hätte er denn machen sollen? Hätte sich hinten reinstellen sollen und dann versuchen sollen, auf der Außenbahn Kontakt zu haben. Ich glaube, in diesem Feld hat er natürlich mit Boss und vor allen Dingen mit Borsakowski auch starke Gegner gehabt. Auch der Spanier hier vorne. Ja, Wolf-Dieter, dann kann ich doch gleich mal diese Frage im Grunde genommen oder ja, die Frage weitergeben. Hinterher sagt man, hätte ich eine andere Taktik wählen sollen? Welche hätten Sie denn überhaupt wählen können? Das ist eine gute Frage. Ich habe heute einfach einmal nicht aufgepasst. Das war hinten auf der Gegengerade. Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Nur wenn man diese Sekunde nicht aufpasst und die anderen loslaufen, dann ist es vorbei. Dafür ist das Tempo hinten raus einfach zu hoch. Das ist schade. Und vorne war es eben relativ langsam. Ne? Wenn man die Zeit anschaut, mehr als 3 Sekunden über ihrer Bestzeit aus diesem Jahr. Aber andererseits ist eben Meisterschaftsrennen und man kann das hinten nicht mehr aufholen, schlicht und einfach. So ist es, ja. Wie gesagt, ich habe mich überrumpeln lassen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das Feld relativ gut im Blick habe. Habe damit gerechnet, dass Borsakowski zwischen 500 und 600 kommt. Ja, nicht aufgepasst. Nur ist vorbei, nur ist zu spät. Ist ärgerlich, ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Demnächst laufen Sie ja wieder in einem Olympiastadion. Da wird es natürlich nicht ganz so leicht, ins Halbfinale oder gar ins Finale zu schauen. Trotzdem lernt man was aus so einem Rennen wie heute? Auf jeden Fall, schneller laufen. Alles klar, dann machen Sie es einfach. Ja, fertig. Viel Glück. Danke.